Der ist jetzt fies, der ist jetzt fies, der ist hoch. Den friere ich ein. Jöööö. Und das gleiche bleiben hier unendlich. Wie man ein Commentary hört und das dann erst nach 2 Sekunden sieht. Ich bin mein Boss! Yeah. Und ich hab nur Leben. Das ist gut. Ja, ich benutze einfach mal die Eiswaffe gegen ihn. Was soll schon passieren? Außer dass ich sterbe. Eis zieht mir nichts ab. Ey, warum? Dann benutzt auch Feuer zieht. Dann benutzt mal Feuer. Kira, du hast falsch gehabt mit Eis und Feuer, weißt du das? Feuer ist gegen ihn effektiv. Ja, ich hab auch nicht gesagt. Du bist dumm. Ich habe auch nicht gesagt, dass es stimmt. Okay, jetzt machen wir Cutman mit Feuerwaffe tot. Wenn ich da dann nochmal in 3 Stunden bin. Du musst aufpassen auf Cutmans Cutter, der macht. Wenn er richtig trifft, dann macht er das Instant Death. Ja, Spiel 8-Bit Deathmatch. Das heißt, ich kann alle Gegner einfrieren, die ich will. Auch nur die Feuerwaffe. Ich glaube nicht, dass alles das bei allen funktioniert. Ja, aber ich könnte. Wenn mir lustig ist. Ich glaube, es funktioniert nicht bei allen Gegnern. Wenn mir lustig ist. Okay. War wohl doch nichts mit 1 Stunde, ne? Hast du gesagt? Ja, ich dachte, du hättest Skill in Mega Man. Ach, leck mich. Du hast doch mal voll Dapor. Dapor. Mit 0. Ja, das habe ich noch nie gespielt, das ist blind. Ja, aber du hast die anderen Mega Man, ja, ums Verrecken gespielt. Noch nie auf 1 auf Game Boy. Und? Ja, das ist voll anders. Das ist so wie Mega Man 7. Also okay. Mega Man ist so riesig auf dem Bild. Ja, gut. Ach ja, im Chat ist alles in Ordnung, man hört dich und so, ne? Mich? Ach so. Ja, stimmt, hört man mich eigentlich. Weil ich kann den Chat gerade schlecht lesen, wie ich schon gesagt habe. Ich weiß nicht, wie ich das früher gemacht habe. Das ist eigentlich schade, weil jetzt sind mal so schön viele tolle... Jetzt sind mal die ganzen netten Leute im Chat und jetzt weiß ich nicht, wie man Chat liest. Weil ich bin Analphabet. Ach, der Kack. Ja, hört man mich eigentlich, Leute? Alles, was du brauchst, sind Explosionen. Explosionen! Wir brauchen Explosionen! Hatte ich, kann ich einfrieren, du Penner. Sagt mal, ob man mich hört. Wahrscheinlich hört man mich die ganze Zeit nicht und deswegen antwortet keiner. Oh, ich mach mal an. Ich hör mal. Oh Gott, ich komme irgendwie durch. Okay, man hört mich gut. Sicher? Also sagt jedenfalls einer. Wenn Kirak diese komische, nervende Stimme ist, dann ja. Hat das jemand gesagt? Ja. Wer? Reeve? Dubsharp. Oh. Dubsharp. Hätte von Reeve kommen können. Ja. Ja, der weiß ja, wie ich klinge. Nee, Reeven kommt nur, wenn du Kuchen sagst. Kuchen! Wo konnte ich hier nochmal... Okay, da bin ich gut. Noch ein Stück. Kleinen Pixel hoch. So. Oh, ein ganz Pixel hoch noch. Immer noch ein Pixel. Ich trau mich nicht. Du kannst so hochgehen und dann wieder runtergehen. Ah nee, das ist zu langsam. Ich trau mich nicht. Geh eins hoch. Ich nicht. Hahaha. Ich fühle mich jetzt toll. Gut, weil ich einen Typ gegen Fuß schießen kann. Gut zu wissen. Das war, glaube ich, voll unnötig, weil ich hier sowieso Safe-Punkt ist und ich keine KP mehr habe. Na egal, ich schaffe jetzt noch bis zum Boss. Fehl ich drauf hier noch mehr Leben. Oder auch nicht. Schere. Stein. Züge. Reflexe. Yay. Hummel. Hadouken. 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 Sure you can. Okay. Sure you can. Dann werde ich mal mein Pizza trainieren. Dein Pizza? Ja, meine Pizza. Deine Pizza. Seine Pizza. Nein, sein Pizza. Wie soll man diese großen Roboter... Oh. Oh. Das ist hart hier. Das ist... Oh Gott, da bin ich noch gesprungen. Oh Gott. Oh, Sag nix. Wie episch das ist, dass man nicht hört und dann erst paar Sekunden später deine Gestik dazu sieht. Meine Gestik? Ja. Ach so, ja, ich habe ja auch eine Kamera. Stimmt, scheiße. Krass, war. Sieht man ganz Zeit, wie ich in meiner Nase bohre. Ja. Und andere schlimme Sachen. Mit meinem Fuß. Ja.
Kann ich den von hier unten noch einfrieren? Eigentlich? Ach so. Ich könnte. Das war ein dumm. Pokémon? Suchila. Genau, das bin ich. Ja, Kirak ist ein Pokémon. Oh, ich habe meine Feuerwaffe schon wieder verspammt, merke ich gerade. Ich kann es vergessen. Vor allem, weil Pokémon nur ein Wort sagen. Ey, was habe ich jetzt nochmal gesagt? Das Feuer war effektiv gegen ihn, ne? Ja. Ich hab die weggespammt wieder. Eis. Ich probier's jetzt auch. Das war doch Eis. Nein. Das war Feuer. Eis ging durch ihn durch. Ja. Ah ja. Okay, wie weiche ich ihm aus? Der scheint mir irgendwie schwer zu sein. Scheiße, das scheint mir echt schwer zu sein. Das war doch Eis. Langsam, ne? Da unten ist dein Webcam-Bild eigentlich doof. Es muss höher. Warum? Special Effect. Ja, du kannst es ein bisschen höher schieben, aber. Special Effect. Jetzt bin ich oben. Oder in der Mitte? Oder. So ist gut, oder? Ich glaube, so ist am besten. Mal in die Mitte. So ist gut. Na. In der Mitte. Du bist bei mir gerade oben. Ah, okay. Okay. Ja, so ist es. Ja, in der Mitte ist perfekt. Mach's mal über Mega Man. So. Okay, nee, ich wachse jetzt hier eine Seite. So? Ich kann so ein bisschen größer machen. Weil. Stimmt, bei Mega Man könnte ich es eigentlich größer machen, oder? Weil das ist auf dem Gameboy und das ist eigentlich voll egal. Weil da ist ja eh nur so ein dummer Rand. Oh! Nee, warte, mir fällt gerade ein. Ich kann ja was Tolles machen. Wie wär's so? Widescreen. Soll ich Widescreen machen? Wie findet ihr Widescreen? Wie findet ihr Widescreen? Widescreen? Das ist natürlich besser. Ich find's besser. Da kommst du jetzt drauf. Ja, hab ich ganz vergessen. Und Menü. Menü. Ja, okay, dann mach ich halt Widescreen. Da muss ich jetzt voll lang gewinnen beim Spielen, aber okay. Boah. Mach das nochmal. Was? Bei Pokémon. Was? Okay, jetzt untergegangen gerade. Okay, reicht. Jetzt machen wir den Boss. Irgendwie. Boah, hinkt das hinterher, Alter, was geht? Was erwartest du? Und was hast du nochmal für eine Leitung, hast du gesagt, Brosch? Hat der Leitung nichts zu tun, Kirak. 8000, glaube ich. Ja, aber dem, zum Beispiel Ganon hat auch eine 8000er Leitung und bei dem hat's nicht so hinterher gehinkt. Ja. Soll der mal hier, ne? Englisch Mega sein. Mega Man auf dem Gameboy. Soll der mal so weiter Englisch reden. Die Bosse sind irgendwie voll Kinderspiele in dem Spiel. Ich schaff die ohne Waffe. Mega Man ist ja auch ein Kinderspiel. Warte, ich guck mal kurz auf das Spiel raus. Ich zieh's mal kurz auf den Gamecube raus und guck ab, wie viel Jahren das ist. Verdammt, nicht gespeichert. Wie war das Passwort? Dein Passwort. Ah, kann Kirak aufschreiben. So, Kirak, schreib mal das Passwort auf. Ist so ein komisches Zeichen. Also ich so. Ich weiß, wie die Passwörter aussehen. Genau, 1A2A3B4C4D. Warte. 1A2B4C. Ah, Kirak, ich geb dir einen Tipp, ich brauch's eh nicht. 4C4. Da habt ihr's. Wir müssen dann nur hochscrollen. Du musst es aber aufschreiben und nicht irgendwie. Warum? Ich schreib's in den Chat, dann müssen wir noch hochscrollen. Oh, dann da kommt nachher Reven wieder und löscht den ganzen Chat. Was er manchmal macht. Mach eine Textdatei oder so. Okay, ich mach so eine Textdatei. Kannst du im Chat gucken jetzt. Okay, Alec-Man, du bist dran. Alec-Man, I choose you, Alec-Man. Er macht einen Search for Kyle-Gruß? Egal. Was, ein Search for the Kyle-Gruß? Kennst du nicht? Failblock? Achso. Das sind immer Hintergrüße, so nennen die die. Ja, ich so, weiß. Are you searching for Kyle? Oder irgendwie so. Es ist voll dumm, dass ich jetzt die Musik nicht höre. Oh, schade. Weil die ist... Genau, Sizzler, das ist das Passwort. Sizzler hat... Echt? Ja. Genau das. Gut was zu tun. Ja, muss wissen, wie man sich beschäftigt. Und der macht wieder... Ja, wo ist Kyle denn?